130 Jahre Feuerwehr Luhstadt. Das ist eine freiwillige Feuerwehr oder wie muss man sich das vorstellen hier in Luhstadt? Ja, Luhstadt ist also freiwillige Feuerwehr. Sind angeschlossen bei der Verbandsgemeinde, Verbandsfeuerwehren. Das sind ja insgesamt sind das 6 Feuerwehren. Die sind unter einer Leitung, wie gesagt schon. Und ist auch gut so. So kann man doch alles ein bisschen zentral besser steuern. Von der Ausrüstung her, von der Ausbildung. Und das ist eben seit der Verwaltungsreform, wo die Verbandsgemeinde existiert, sind auch die Aufgaben von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde dann wieder gegangen. Ne? So einen Umzug zu organisieren, der ja insgesamt, glaube ich, 3 Kilometer durchs Dorf geht, ist ja schon eine größere Aktion. Wie lange hat es gedauert mit den Vorbereitungen? Gut, die Vorbereitung, das ist alles von der Feuerwehr selber getroffen worden. Da hat also die Gemeinde hatte keinen großen Einfluss drauf gehabt. Aber so wie mir der Wehrleiter, Wehrführer gesagt hat, der Keller Ralf, hat er da schon einige Zeit mit seinen Leuten verbracht, um das Ganze zu organisieren, damit es auch das Ganze ein bisschen Hand und Fuß hat. Ne? Was haben wir hier? So wie ich das sehe, müsste das der Spielmannszug Lingenfeld sein, ja, Fanfarenzug Lingenfeld, der auch immer bei solchen Ereignissen mit dabei ist. Auch bei anderen Heimatfesten sind die immer stark vertreten, die Lingenfelder, ne? Sind immer dabei. Ist ja schön, wenn die über die Ortsgrenzen hinaus sich auch aktiv engagieren. Wie ist denn der Weg durch Luhstadt, denn die ganzen Gruppen zu laufen oder zu fahren haben? Die haben sich, soviel ich weiß, haben die sich im Unterdorf in der Altspeyerer Straße aufgestellt und haben dann den Weg abgelaufen über die über Lindestraße, Hauptstraße, untere Hauptstraße, dann in dem Bereich Oberdorf, Angelgasse, Kalierstraße, sind sie dann weiter marschiert, ich glaube bis zur Kirchstraße, dann runter über die obere Hauptstraße, dann Richtung Waldstraße und dann raus zum, ich sag mal jetzt zum Festplatz, zum Festzelt. Ja. Wie gesagt, insgesamt dürften das fast 3 Kilometer sein. Ne? Müssen also alle gut bei Fuß sein, die Kleinen und die Großen, die Alten und die Jungen. Ne? Das sind jetzt die Kinder vom Kindergarten Lebensbaum. Ja, der Kindergarten Lebensbaum ist also im Oberdorf angesiedelt. Da ist ja der Träger, ist die evangelische Kirchengemeinde. Und die Gemeinde ist da auch ein bisschen mit dabei. Die Gemeinde hat die Aufgabe, die Gebäude in Ordnung zu halten und so das Drum und Dran mit zu organisieren. Aber Träger, wie gesagt, ist die Kirchengemeinde, evangelische Kirchengemeinde der Stadt. Und hier haben wir den gemeindlichen Kindergarten. Villa Lustica, die sind alle lustig, deswegen Villa Lustica. Das ist der Gemeindekindergarten, der also in der Schulstraße beheimatet ist, neben der regionalen Schule. Wie viele Gruppen haben die insgesamt oder gibt es insgesamt in Luhstadt? Insgesamt haben wir 6 Gruppen. Ne? Im Oberdorf sind 2 Gruppen, Unterdorf sind 4 Gruppen beheimatet. Hier haben wir die katholische Pfarrgemeinde Luhstadt, Weingarten und Zeiskamm. Ja, das sind auch also Vertreter da von der hiesigen katholischen Pfarrgemeinde. Und Pfarrgemeinderat sind, dann Jugend organisiert sind und so weiter und so fort. Sehr schön, dass die auch mit dabei sind. Der Feuerwehr also zeigen, dass sie sie auch mit unterstützen in ihrem Vorhaben. Aha, auch die Feuerwehr von Lingenfeld ist also mit dabei in flotten Uniformen.
Ja, klar, die Feuerwehr Lingenfeld ist auch mit dabei, gehört damit dazu, zu unserem Gemeindeverband. Ja, ja, die haben gerade Alarmzustand, die Feuerwehr. Aha, da ist, glaube ich, der Otto Klein, nein, aber ein Fahrzeug, das er immer gefahren hat, der kleine Otto von Lingenfeld, ehemaliger Wehrführer. Da werden noch die alten Trompeten ausgepackt, wie man wohl früher die Feuerwehr angekündigt hat. So ist es, ja. Das war noch ein bisschen zu an der Zeit. Aber schön ist, dass alle miteinander da mitmachen. Die Einladung, die Lustadter ausgesandt haben, haben sie angenommen und sind heute dabei. Wenn das Wetter noch ein bisschen besser wäre, wäre es auch schöner noch. Aber es geht im Großen und Ganzen, sind wir froh, dass es nicht regnet. Ne? Es ist die Freiwillige Feuerwehr von Weingarten. Ja, Feuerwehr Weingarten. Ja gut, die kennen sich alle miteinander sehr gut. Die sind ja auch als zusammen bei Schulungen und so weiter. Das ist ganz klar, dass die auch mit dabei sind. Ne? Das ist ja eine Freiwillige Feuerwehr und keine Berufsfeuerwehr. Das heißt, es beruht natürlich alles auf Ehrenamt. Oder gibt es da auch irgendwelche Hauptamtliche? Nee, das beruht auf Ehrenamt hauptsächlich dann. Ne? Sind sie also immer auf Freiwillige angewiesen, die hier sich einbringen und zum Schutze aller Bürger da sind. Ne? Das ist die Lustavia. Was ist die Lustavia? Ja, die Lustavia, also Luststadtnärrischer Verein, sind auch immer dabei, wenn es zu feiern gilt, so auch heute. Und Hintergrund ist natürlich auch gleich der Angelsportverein zu sehen. Angelsportclub Luststadt. Sind auch tätig hierbei, ja, da wird auch gelöscht, wie eben zu sehen war. Jetzt haben wir hier ein schönes Eisebähnel. Wer fährt damit? Das ist der Christuskirchenchor in Unterberg, glaube ich. Ja, so wie denn. Heinz Weiß ist zu sehen, also gehen wir davon aus, dass der Christuskirchenchor ist in Unterdorf. Sehr schön, dass auch die mit dabei sind. Aha, da sehen wir einen Feuerwehrmann. Ah, THW Germersheim ist auch mit dabei. Ja, THW sind auch bei Katastropheneinsätzen hauptsächlich zuständig. Die haben zum Beispiel hier einen Stützpunkt in Germersheim, die, wie gesagt, bei größeren Katastrophen wird auch das THW eingesetzt, weil sie eben auch die entsprechenden Geräte dann wieder haben, wo sie einsetzen können und Hilfe leisten können. Ne? Jetzt kommt hier der Schützenverein von Luhstadt, der ist, glaube ich, draußen auf dem Handkäsplatz vertreten, oder wie ist das? Ja, genau, Schützenverein, der hat sein Clubhaus draußen auf dem Handkäsplatz, auch mit der Schießanlage mit dabei, wo immer geübt wird und so weiter. Die sind auch dabei und haben auch eine gute Jugendarbeit. Das sieht nach Jungfeuerwehr aus. Das ist schön, dass hier auch Jugendliche, ganz junge mit dabei sind und so herangeführt werden. Hoffen wir, dass sie später auch wieder mitmachen. Hier die Nummer 17, das ist ein schönes, altes Löschfahrzeug von der Feuerwehr in Germersheim. Sieht man ja nicht mehr so oft. Heute sieht es ja mal ein bisschen moderner aus, wenn man sieht, was die Feuerwehr so an Ausrüstung hat. Wer rüstet die aus? Zahlt es der Kreis oder die Verbandsgemeinde? Oder wer kommt für die Kosten der Feuerwehr auf? Ja gut, da gibt es in erster Linie, sagen wir mal, ist die Verbandsgemeinde mit zuständig. Aber für solche große Investitionen wie Fahrzeuge und so weiter, da gibt das Land eben auch einen ganz schönen Zuschuss. Und mit dem Zuschuss wird das eben finanziert dann.
So, jetzt kommt wieder ein Traktor mit einem schönen bunten Wagen hinten dran. Das ist die Bienenzüchter, glaube ich, von Lustadt, so wie das aussieht. Ja, der Imkerverein, Frauenstammtisch, die haben Imker, das ist, glaube ich, der einzigste Frauenstammtisch in Lustadt, wo wir haben. Das ist der Imkerverein, wo von den Vereinen aus gesehen mal. Ne? Ja, guten Honig gibt es ja, glaube ich, schon hier in Lustadt und Umgebung. Ja, so, wir haben ja einige Imker hier, auch Hobby-Imker, und die eben dann auch in dem Verein eingegliedert sind, und es gibt ganz gute Honig hier noch. Ja. Ja, da sieht man moderne Deutsch ist das, glaube ich. Ja. Ich glaube, da singen auch ein paar. Ja, so wie es, man hört es schon. Mal schauen, wer da kommt. Nummer 19. Ah, das ist der Kirchenchor. Der Kirchenchor im Oberdorf. Evangelische Kirchenchor, Apostelkirchenchor. Die haben da auch eine schöne Ware gemacht, ja. Sind kräftig dabei, sind gute Sänger, Sängerinnen und Sänger. Und wie man sieht, macht es denen reichlich Spaß, damit zu fahren. Ist auch noch eine Anzahl von Menschen, die mit dabei sind, weil heutzutage ist es ja nicht mehr so selbstverständlich, dass so viele Menschen noch bei einem Kirchenchor mitsingen. Ne? Jetzt haben wir wieder Feuerwehr mit alten, traditionellen Löschgeräten. Ich glaube, die haben auch sicherlich den einen oder anderen nass gemacht, obwohl das Wetter ja einigermaßen sich gehalten hat. Ja, ja, die machen als ihren Spaß da draus, das ist ganz selbstverständlich. Das gehört dazu, dass man da ein bisschen nass wird. Ja, das, man sieht es ja, das macht da richtig Spaß. Ah ja, das ist die Freiwillige Feuerwehr aus Innsheim. Ja, das ist also schon ein bisschen weiter weg von uns, aber gehört ja auch noch zu der Südpfalz dazu, ganz klar. Und die Innsheimer, gut, die haben sich nicht nehmen lassen, da dabei zu sein in Lustadt. Das ist ganz schön. Jetzt kommen ein paar wanderfreudige Menschen, und der Mann hier hat an seiner Stange ja schon einige, was sind das, Wimpel oder was hängen? Ja, das sind der Pfälzer Wallverein aus Lustadt mit einem Teil seiner Mitglieder. Ja. Hermann Pfeffer, der ist da auch dabei. Jawohl. Und jetzt kommt. Jetzt sieht es aus, wie wenn es die Apostelkirche wäre, die da am. Die hat schon bei mehreren Umzügen mitgemacht, auch in der näheren Umgebung. In Essingen waren sie dabei gewesen, in Hochstadt beim großen Umzug. Die sind schon bekannt, Pfarrer Müller dabei, der lässt sich auch nicht nehmen. Er freut sich, dass er mitmarschieren kann. Ja, die sind alle als Apostel dann verkleidet, so wie sie aussehen. Ja, weiß man, wer dieses Kunstwerk hier gebaut hat, den Nachbau der Apostelkirche? Ich weiß, dass auf jeden Fall der Bäcker Werner mit dabei war. Wer noch alles dabei war, kann ich jetzt nicht sagen, aber der Werner Bäcker, der hat viel geleistet an der Kirche. Das ist schon ein schönes Bauwerk und hat bestimmt einige Stunden gekostet, wo die da dran gewerkt haben. So, jetzt kommt noch ein Traktor, sogar mit den Farben der evangelischen Kirche. Ja, das ist der Posaunenchor. Posaunenchor Lustadt, wo er auch schon sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ne? Ist also auch ein Chor, wo immer mit dabei ist, auch für die Gemeinde, als wenn bei Gemeindefeierlichkeiten und so weiter ist der Posaunenchor fast immer dabei und unterstützt, wo er kann. Ne? Hier sehen wir auch wieder Feuerwehrkameraden, die ein bisschen von außerhalb sind, können dabei gerade sein. Ne? Thank you.
Die Elke sieht man da kräftig am Dirigieren da. Der macht das sichtlich Spaß. Ein alter Traktor, das müsste ein Hanomag sein, so wie ich. Ein alter Hanomag-Traktor. Mit der Löscheinrichtung hinten dran. Ist ja schön, dass verschiedene Feuerwehren auch diese alten Geräte noch liebevoll erhalten, dass die quasi bei so einem Umzug oder anderen Anlässen auch entsprechend zum Einsatz kommt, man immer noch was zu sehen. Ja, ja, die heben die immer gerne auf und tun sie auch gerne restaurieren, diese Geräte. Und bei solchen Anlässen werden die dann vorgeführt und finde ich ganz schön. Ja, hier kommt auch wieder ein Lustadter Verein, ein Vater Turnverein, ist zu sehen. Der TV mit Mitgliedern, junge Mitglieder, ältere dabei, Kinder. Die freuen sich natürlich, wenn sie da mitmarschieren dürfen mit ihren Luftballons. Aha, da kommt auch der Vorstand, Joachim Hell. Ja, das ist ein schönes Miteinander hier, sieht man. Ja, das Vereinsleben scheint ja recht groß zu sein, beziehungsweise recht aktiv zu sein hier in Luhstadt. Man sieht ja, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die sich engagieren. Jetzt kommen die etwas älteren Jugendlichen, um es so auszudrücken, ebenfalls vom Turnverein. Man sieht hier eine schöne Ware hier auch wieder. Da sind jugendliche Frauen drauf, die tanzen sehr im Rhythmus. Man sieht, es macht denen richtig Spaß. Sind richtig dabei bei der Sache. Denen geht's gut heute. Die sind auch richtig fit, ne? Die sind durchtrainiert. Da wird schon einiges geboten dem Zuschauer, ne? Ja, das, so ist es richtig, so muss es sein. Und hier sind die noch jüngeren Frauen dabei. Die auch mal ein bisschen Hunger haben zwischendurch. Machen zwischendurch einen Bändertanz, so wie sich das gehört. Ah, jetzt kommt die Männerabteilung vom Turnverein. Ja, die Männerriege, die darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn ich das richtig sehe, sind sogar ein paar Lingenfelder oder Ex-Lingenfelder dabei. Wohnen jetzt in Lingenfeld, in Luhstadt? Einer auf jeden Fall, von der Walder Zwillinge. Ja, ich kenne sie als nie auseinander. Aber die sind ja immer im Turnverein Luhstadt aktiv noch dabei. Aha, jetzt ist ein Lager. Auf dem Wache steht auch ein Barre da, da haben sie auch schon geturnt dran. Aha. Die Kommandos werden gegeben. Sind richtig gut drauf und können die Gymnastik hervorragend. Ja. Und jetzt wird geturnt am Barren, das können die natürlich noch besser. Da glaube ich vorne ist der Rüffel Egon, gell, und hinten, das ist der Steckler Joachim, glaube ich. Ne? Ja. Vorne müsste Stefan Hiel sein. Das ist der Stefan Hiel, ja. Und dann ist, glaube ich, einer von der Walder Zwillinge. Ne? Ja. Die können das natürlich. Ne? Besser wie mir. Ja, ich glaube, die machen es auch schon ziemlich lang. Ja, da ist recht jung. Die haben, die Luststadtaturen haben immer gute Riege, Jugendriege, gerade schon von klein auf, wo sich der Raum gebildet hat. Und die haben sich dann durchgesetzt, haben auch viele große Wettkämpfe da bestritten, wo der Turnverein der großen Erscheinung getreten ist, TV Luststadt, also muss man wirklich sagen.
sehr schön, dass die mit dabei sind. So, jetzt kommen die Landfrauen. Die Lustadter Landfrauen. Ohne die Lustadt wesentlich ärmer wäre. Wieso? Ja, die Landfrauen sind immer tätig für die Gemeinde, zum Beispiel beim Alten Nachmittag. Da sind sie immer sehr behilflich, helfen das ganze Ambiente und so weiter herzurichten und auch bei der Bedienung von den älteren Leuten und so weiter. Sind also, ohne die wäre die Veranstaltung gar nicht so möglich, muss man immer wieder sagen. Und hier haben wir wieder Feuerwehr. Ja, da können die Feuerwehrleute ja mal wieder so richtig Krach machen und mal wieder das Blaulicht ganz regulär anmachen. Ja, ja. Gut, das machen die auch ganz gerne mal zwischendurch. Hier sieht man, glaube ich, so ein alter Opel Blitz war das. Ja, und gleich danach wieder ein modernes Feuerlöschfahrzeug. Hier sieht man an dem Unimog, das sind, glaube ich, altgediente Feuerwehrleute, wo zum Teil ausgeschieden sind, glaube ich. Da sieht man auch den Sachbearbeiter von der Feuerwehr, Feuerwehrsachbearbeiter, der Klaus Krebs, ja, und bestückt aus der Orte der Verbandsgemeinde Wienfeld-Westheim. Ja, und der Marschall St. Manfred ist auch dabei, alter Lustadter Feuerwehrmann gewesen. Der. Jetzt gibt's wieder ein bisschen Musik. Und alte Löschfahrzeuge. Ja, das ist eine Musikkapelle. Musikkapelle, Hambach, Weinstraße, Musikzug. Da hat die Feuerwehr schon mal sogar noch Zeit, zwischen den Einsätzen und Übungen noch Musik zu machen. Ja, so wie man sieht, ist das der Fall hier von der Hambacher. Es ist ja so, dass die Musikkapelle oder viele Musikkapelle aus der Feuerwehr entstanden sind, auch Spielmannszüge und so weiter aus unserer näheren Umgebung. Das war aus der früheren Zeit so, hat sich so weiter geprägt dann. Ist ganz schön, finde ich. Ist ja auch ansonsten ganz nett, gerade bei Umzügen, dass das Ganze musikalisch noch ein bisschen ergänzt wird. So ist es, ist das Ganze etwas schöner, etwas lustiger noch dabei. Wir haben jetzt hier eine schöne Flagge, gelb-schwarz mit einem Löwen drauf. Was ist das für eine Flagge? Ja, das müsste die alte Kurpfälzer Flagge sein, so wie es aussieht, ja. Jetzt sehe ich ja neben der deutschen Flagge auch noch eine französische Flagge. Ja, das ist die deutsch-französische Freundschaft hier. Und zwar ist das der Verein Lustadt Rony. Wir haben ja eine Patenschaft mit Rony und das geht schon auch über 25 Jahre. Wo die Patenschaft besteht und hier sind die Lustadter dabei und haben sich mitnehmen lassen, hier am Umzug mitzumachen. Theo Stretmanns ist der Vorsitzende, der hat die ganze Sache organisiert und sind auch mit den Fahrzeugen, das sind ja französische Fahrzeuge, die hier vertreten sind, sind mit dabei. Gibt es viele Lustadter, die auch Französisch können oder wie unterhält man sich da? Ja, ein paar Lustadter sind bestimmt, wo Französisch können. Ach, die Jugendlichen, die lernen das heute ja zum Teil auch in der Schule gleich mit. Und auch, man bemüht sich mit Zeichensprache und mit allen Möglichkeiten hier, dass man da die Konversion übersteht. Jetzt haben wir hier ein Feuerwehrfahrrad, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ein Fahrrad mit Alarmampel, ja, Blaulicht, das ist richtig. Aber da kommt er nicht so weit mit, glaube ich, wenn du in der Einsatz sitzt. Das ist wahrscheinlich noch älteres Gerät, was wir hier sehen. Ja, älteres Gerät. Nochmal eine Pumpe. Von Hand bedient. Ah, und jetzt will er spritzen, aber es geht nicht so. Ne?
Sonst würden ja die Kameras nass werden. Das war ganz gut so, dass er das gemacht hat. So ist es. Aha, was haben wir hier? Ja, da sehen wir sie erstmal im großen Deutz. Und dann, wer ist da noch auf dem Wacher drauf? Aha, das ist der Männergesang von Liederkranz. Man sieht hier den Dirigent, der Zeitkarte Kurt Storms. Heißt eigentlich Kurt Stettler, ne? Schnorns ist, aber kennt ihn jeder in Lustadt unter dem Namen. Ja, das ist der Liederkranz, die sind natürlich auch kräftig dabei und singen da, was das Zeug hält. Also wieder ein schönes altes Feuerwehrfahrzeug. Ja, ein alter Magirus sehen wir da. Hat auch schon ein paar schöne Jahre wahrscheinlich auf dem Buckel. Von der Freiwilligen Feuerwehr in Edenkoben, also die haben ja auch sich auf einen weiten Weg gemacht. Ja, sehr schön, dass sie auch mit dabei sind. Noch ein paar junge Feuerwehrmänner mit im Boot. Es ist ja auch so, bei der Feuerwehr allgemein, die haben ja heute auch viel mehr Aufgabe als wie in früheren Jahren. Ne? Ich glaube, die reine Brandbekämpfung ist unter 50% ihrer allgemeinen Aufgabe. Dann kommen noch andere Sachen dazu, wie sie gehen in die Schule und bringen die jungen Leute das bei, Verhaltensweise und so weiter. Und wie gesagt, die haben wesentlich mehrere Aufgaben jetzt als nur die Brandbekämpfung. Allgemeinen Brandschutz, dann in den Kindergärten, wie gesagt, in den Schulen und so weiter, wo sie tätig sind, ihre Vorträge halten. Und das finde ich, ist auch wichtig, dass die Jugend da herangezogen wird gleich und so Informationen erhält, wie sie sich verhalten sollen bei schwierigen Fällen. Ja. Und jetzt gibt es ein bisschen einen Stillstand, einen Stau. Schöner Helm, Feuerwehrhelm, die sieht man auch nicht mehr so oft. Gell? Ja, macht doch schon was her. Ja. Traktoren gibt es ja genug zu sehen. Gibt es so viele Traktoren in Lustadt oder sind die von außerhalb noch eingeflogen? Ja, wahrscheinlich sind auch ein paar von außerhalb dabei, aber es gibt auch in Lustadt noch viele Traktoren. Ne? Hier haben wir die Feuerwehr Frankenthal mit dem Fahrzeug dabei. Jawohl. Ah, und jetzt kommt der Edelweiß Lustadt, Radfahrverein Lustadt. Auch ein alteingesessener Verein Lustadt, wo sich immer bemüht, mit dabei zu sein in der Gemeinschaft. Ja. Altradfahrer. Ja, ja. Früher gab es ja immer viele Radrennen, Lustadt, ist das noch heute der Fall? Ja, heute gibt es auch noch. Jedes Jahr im Juli haben wir unser Rundstreckenrennen. Da ist noch vorher, vor dieser Veranstaltung, ist da noch eine Touristikfahrt, wo da mit dabei ist, samstags und abends, samstags abends meistens immer das Volksradfahren, das auch immer sehr gern besucht wird und ihr immer sehr gesellig ist dann der Abschluss. Vom Radfahren zum Fußball, das scheinen Jungs des Fußball, Lustadter Fußballclubs zu sein. Ja, so wie es aussieht, sind das Jugendabteilung vom FC Lustadt. Wie gesagt, der FC Lustadt hat viele Jugendliche, auch Mädchen, wo dabei sind, Fußball zu spielen, Damenmannschaft. Die bemühen sich genauso wie die Turnverein sehr stark um die Jugendarbeiter, muss man sagen. Ja. Hier kommt die Freiwillige Feuerwehr Insheim. Gehört das zur Verbandsgemeinde Herxheim? Gehört zur Verbandsgemeinde Herxheim, Insheim, ja. Aha, und jetzt kommen nochmal unsere Turnermädels. Thank you.
Ja, das Schlussfahrzeug ist da. Also das war der Umzug, der Feuerwehrumzug in Lüstadt. 130 Jahre Lüstadter Feuerwehr. Ne? Freuen wir uns auf den nächsten Umzug. Ja, auf die nächste 130 Jahre. Ne? Ob wir aber dann noch dabei sind, Jürgen, das wissen wir nicht. Ne? Muss irgendwas passieren mit der Medizin. Okay, hoffen wir. Ne?